Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind hier mitten im Kampf, wo wir gerade den Roboter, unseren Buddy, begleiten sollen. Und diese Stadt ist halt einfach so geil. Das sind so viele Sachen, wo man... Ja. Danke, danke für den... fürs Lob. Weil hier einfach so geil 1000 Gebäude sind und überall ist was, was man erkunden kann und, ach ja. Das gefällt mir einfach an Fallout. Aua, aua, aua. Au, wow. Warum? So, nochmal. Das sind ja auch wirklich hohe Gebäude, die hier sind. Das finde ich ja auch immer wieder spannend. Das sind ja nicht nur so... Ja, ist halt so, ne? Das sind ja richtige... Bauten. Wer, wer, wer? Ich glaube, der Rechte schießt eher auf uns. Das ist eher vielleicht gefährlicher. Das war's, Freundchen. Ich trage zu viel. Aber ich könnte mir überlegen, ob ich nicht... die AP dafür nutze. Wenn ich jetzt schon eh zu viel trage, dann aber auch richtig. So. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Hey. Sag einfach Bescheid. Die kann doch auch ein paar Sachen tragen, ne? Ach schade, ich dachte, es würde irgendwas passieren, wenn ich ihr jetzt ein paar Atombomben in die Hand drücke. So. Ich mag das. Ich mag das hier einfach. Dass du überall hingehen kannst. Überall entdeckst du was. Das ist halt einfach geil. So. Wo ist er denn? Der ist hier rechts abgebogen. Da hinten. Und es ist halt... durch Mods halt wirklich so noch erweiterbarer. Ich sag nur die Mod für alle Gebäude. Das wäre schon was war so? Au, huh. Jetzt aber. Na. Oh. Naja, die Planke brauche ich tatsächlich nicht. Oh. Ich bin wieder überladen. Das gehört zu den Dingen, die ich tatsächlich nicht brauche. Wo? Ach, da oben. Na. Bin ich auch. Ach komm, ich trage wie immer wieder zu viel. Hey. Piper? Wohin? Du musst noch mehr Waffen von mir tragen.
Piper kann auch nicht mehr tragen. Dann müssen wir noch mal kurz hier hoch. Und gucken, was hier oben ist am Himmelsrand. Ich bin irgendwie ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, ich war in diesem Gebäude schon mal. Bitte. Was ist das denn? Für ein Geräusch. Hört sich an wie Hubschrauber oder so. Da hinten. Es ist ein Vertibird oder wie die Dinger heißen. Vertibird, Vertigo, irgendwie so. Voll das nervige Hintergrund. Geräusch. Oh. Ja, nicht schlecht. Von wo schießt du denn auf mich? Kann ich hier runter, ohne dass mir was passiert? Kann ich mich mal kurz heilen, ohne dass mir was passiert? Insta-Püree. Mit Kakerlakenfleisch braucht kein Mensch. So. Geschafft. Ich weiß. Oh, ach da. Cool. So, kann da jemand das Geräusch abschalten? So, hier ist aber schon wirklich gut, Neighbor. Hier sehe ich doch schon die Stadt. Ja, hallo. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Diese dramatisch traurige Musik. Das ist für mich so typisch Fallout New Vegas Musik. Ich frage nicht, das ist glaube ich besser. Für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz. Ja, ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Mord und Totschlag. Ich will nur dein Geld. So. Gasmaske, Kampfrüstung. Metallrüstung, das hier und das hier und die Giftresistenz ist, müsste ich mal gerade überlegen, aber ich glaube nicht besser. Ist das der Harnisch? Warte, ich habe 20, 13, Gewicht 10. Ja, aber guck mal. Huch! Das wollte ich nicht. Da. Erstmal kann ich nämlich die Dinger hier, die sind deutlich schlechter. Das auch. Hier ist nichts dabei, was ich jetzt unbedingt verkaufen muss. Ja gut, Schrott will ich ja sowieso nicht verkaufen. Kennen wir ja. Gleisbolzen. So. Listische Faser, Blei, Öl, Kupfer. Ne, ich mache das erstmal. Und jetzt gucke ich nochmal. So, das ist der. Und mein Harnisch 2213. Und der hat deutlich mehr Energie.
guck mal, und ich habe 10 Tragfähigkeit mehr. Dann, ja, würde ich sagen, ist das besser. Clio ist ja ausverkauft, das bringt mir also nichts weiter. Hey, Daisy. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Ja, ja. Na, ich schau's mir. Du kannst zahlen. Ja, oder ja, 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 ja. Ist der Harnstoff nicht? Kommt erstmal weg. Die Munition, die Gamma-Patronen nämlich, die Fusionszellen, der Brennstoff. Ich habe kurz überlegt, ob ich 2 mm elektromagnetische Kartusche. Keine Ahnung, für welche Waffe ich die brauche. Weg. Ich habe kurz überlegt, ob ich die für Piper aufbewahre, nämlich wegen... So haben wir aber nicht gewettet. Wegen, falls ich mal einen Flammenwerfer für die finde, das ist bestimmt nämlich eine gute Sache. Wo sie Spaß dran hat. Das Schnappe können wir eigentlich auch mal wieder ausmachen, ne? Der Rexfreund. So. Ach ja. Es wäre so lustig gewesen, wenn wir das Ding für uns behalten hätten. Hallo, neue Freunde. Ich bin der Saufkumpat. Das ist diese Braumaschine, von der ich dir erzählt habe. Meine Aufgabe ist es, zu unterhalten und eiskalte Getränke zu servieren. Na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf. Dann ist es wenigstens von der Tür weg. Nehme normalen Betrieb auf. Ja, nice. Hey, Rufus. Hey, danke für deine Hilfe. Der Saufkumpan ist sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Hey. Und was verkaufst du so? Ich habe einen Level. Was hast du? Na klar doch. Ich muss gerade den folgenden Titel aufschreiben. So, der hat auch 362, das ist schön. Da kann ich mich die Munition hier verkaufen. So. Hey, Fred. Boah, du bist. Hab ich dich nicht eben schon gesehen? Mann, ich bin echt fertig. Du solltest das Zeug hier unbedingt mal ausprobieren. Ja, kein Interesse. Jetzt nicht. Hey, kein Stress. Nächstes Mal dann, okay? Klar, bestimmt. Brauchst du ein Zimmer? Nein. Heute nicht. Dann geh. Ja. Ich dachte nämlich, ich könnte mit... Sie gegrüßt, Kumpel. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk? Genießen? Erzähl mir doch mal einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Deni tief ins Wasser, da tief. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Genie tief ins Wasser, da tief. Ja! Hast du noch mehr Rezepte? Weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Sie sollten beim Händler nachfragen in Bars und Restaurants. Vor Ort könnte es auch welche geben. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Ich nehme Bier. Ich nehme ein Bier. Was? Der Saufkumpan braucht alle paar Tage eiskaltes Bier und kann andere Getränke kühlen. Du kannst weitere Holoband-Rezepte finden, um die Auswahl seiner Brauerzeugnisse zu erweitern. Und erfrischen. Ja, nice. Also den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Eiskaltes Gwynnepale. Tschüssi. Ach, da kann ich nichts mitnehmen. Ja, nice. Finde ich lustig, finde ich gut. Geh nie tief ins Wasser, da tief. Ja. Es ist so geil. Gefällt mir der Witz. So,
Das ist halt wirklich mein Humor. 5 Minuten haben wir noch. Ausladen. Skillen. Und vielleicht Waffen verbessern. Meyerlocks sehen auf diesen Bildern gerade schon ein bisschen bedrohlich aus, ne? Hallo. Ich habe ja jetzt Angst bei Fallout hier, wenn ich so rumlaufe, ne, dass plötzlich neue Quests hier sind. Kenne ich ja bei Fallout gerne mal so. So, jetzt Skillen. Ich wollte die Waffen mods, ne? Ach, ich habe das Level noch nicht. Ach, komm. Okay, gut, haben wir vielleicht was anderes, was ich gebrauchen könnte? Das ist nicht Level 36, ist ja. Nicht automatische Pistolen, ich nutze kaum Pistolen. Du weißt, wie man plündert und weißt, dass du kein Plündert mehr mit. Okay. Das kann ich eh nicht machen, das da brauche ich Level 30 für. Überschamandung gefährlich. Freunde erleiden 5% mehr Schaden und sind im Dialog einfach zu bereden. Was sind denn die anderen? Mhm. Interessant. Du nimmst keine Strahlung mehr durch Essen und Trinken. Oh, okay, das nehmen wir. Ja, komm, das nehmen wir. Dann müssen wir uns nämlich keine Sorgen mehr machen, wenn wir irgendwas essen und trinken und so. Ich muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Suchst du nach einer Waffe? Deswegen handeln wir ja. Du hast zwar nicht so viel. Du hast gar nichts? Ich hab gar nichts. Nein. Warte da. Okay, ich komm schon. Das wollte ich haben. Huch! Ich seh das gar nicht. Hurra, die geteilten Spiele von Nana 3. Ich glaube, da haben die beiden gerade plötzlich gleichzeitig das beendet. Eine Minigun hat die Frau? Nett. Falsch. Ich habe bestimmt Sachen. Ja, ja. Klar, ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Ja, ja, ja. Diese ganzen Impro-Sachen kosten ja schließlich nichts. Ja, sieht man auch mal wieder. So. Aufgepasst. Achte nicht auf die Unordnung. Ja, ja. Nee, falsch. Das könnte ich noch. Jo. Jetzt frage ich mich gerade. Untersuchen. Kann ich? Falsch. Nützlich, oder? Nee, das ist falsch. Modifizieren. Kann ich den abbauen und woanders dran machen? Nee. Naja, das ist auch nicht so schlimm. Ja, es ist nicht so schlimm. Wenn du eine Waffe brauchst, ja, bist du ja genau richtig. Ja. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du ja haben möchtest. Ja. Oh, perfekt. So, jetzt noch kurz. Wir haben 8 Leute. Alle haben Arbeit. Bei 8 Leuten haben alle Arbeit. Das heißt, wir können noch gar nicht neue Leute rekrutieren. Naja, dann würde ich sagen, aber machen wir hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.